Ja, moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von, auf meinem Kanal Sves Nerdkultur. Und ja, heute ist es endlich soweit, das neue Assassin's Creed. Ein kleinerer Teil kam heute endlich auf den Markt, Assassin's Creed Mirage. Und dementsprechend habe ich Gründervater der Assassinen Bayek und der legendäre Assassine Altair hier gleich neben mir, weil dieser Charakter, der hier in diesem Spiel ja vorkommt, lebt ja zwischen, er lebt ja zwischen ihm hier und ihm hier. Leider habe ich Eivor als Figur leider nicht mehr, denn sonst hätte ich auch noch die mit hier reingebracht, aber ja. Ja, heute kam irgendwie etwas, da war etwas ganz, ganz Komisches, als ich da die Collectors Edition ausgepackt habe, also sprich aus dem Karton rausgenommen habe, wo sie eingepackt war, denn komischerweise, und das will ich gleich mal ganz am Anfang zeigen, eigentlich ist das Spiel in der Collectors Edition selbst drin, aber da lag doch tatsächlich das Spiel Assassin's Creed Mirage plus dazu noch ein Steelbook einzeln mit bei. Und ich muss sagen, okay, ist jetzt da in dieser Collectors Edition ein zweites Spiel? Oder ist es jetzt eine Art Ausnahme, ein Ausnahmefall bei diesem einen Spiel? Denn sonst haben sie ja wirklich die Spiele in der Collectors Edition selbst. So, apropos Collectors Edition, wir packen uns jetzt die mal. Das ist sie, die Collectors Edition. Viel kleiner, als ich sie mir vorgestellt hätte, weil normalerweise sind das richtig fiese Brocken, die man da bekommt. Die ist mehr so in die Länge gezogen, aber mir gefällt der Druck auf diesem Karton, sag ich mal, richtig schön, arabisch. Und deswegen, ja, packen wir die jetzt mal zusammen aus. So, zur Sicherheit habe ich hier wie immer mein kleines Skalpell dabei, aber wie ich hier sehe, kann man das auch hier so aufmachen. So. Uiuiui. Ich hoffe, ihr seht alles, denn die Kamera ist immer noch nicht ausgetauscht. Ich habe noch keine so wirkliche gefunden. So, als erstes haben wir hier ein Steelbook. Ich habe jetzt zwei Steelbooks. Geil, oder? Ne? Ja, das Steelbook. An sich finde ich dieses hier schöner als das, was ich da gezeigt habe, das erste, weil es ist irgendwie so schräg. Hier sieht man, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, innen ist auch so ein Druck, ne? Aber was ich sagen wollte ist, ich finde dieses Steelbook schöner. Viel, viel schöner als das hier. Es ist einfach irgendwie schlichter gehalten, aber beide haben doch ein bisschen was an sich. Deshalb lege ich jetzt mal beide hier hin. So, dann haben wir, wie immer, einen ausgewählten Soundtrack zum Spiel Assassin's Creed Mirage. Sehr schön. Und es sind da, wie viele sind da drauf? Das sind insgesamt, wow, nur 5 Lieder drauf. Das ist ja mal ganz kurz, aber wie gesagt, sie ist ein kleiner Teil. Der nächste große Teil von Assassin's Creed, der soll ja nächstes Jahr auf den Markt kommen. So, da haben wir als nächstes ein kleines, aber feines Artbook mit verschiedensten Illustrationen aus dem Spiel
Skizzen etc. Ja, es lohnt sich immer wieder da ein bisschen mit reinzuschauen, weil da sieht man auch ein bisschen, naja, die Arbeit, die dahinter steckt. Und, ui, da haben wir eine Karte. Eine Karte von Bagdad, wie sie im Spiel ist. Ganz interessantes Druckpapier, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es Papier ist und nicht Stoff. Weil Stoffkarten sind einfach um einiges geiler. Aber hier, ich muss das kurz ein bisschen hier hinstellen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, ich glaube nicht. Sie ist ein wenig so rau, so richtig. Ich weiß auch nicht, wie ich dem sagen soll. Es ist Papier, aber es hat so eine raue Oberfläche. Sehr interessant. Aber die falte ich auch wieder zusammen, weil sonst nimmt die dann auch wirklich viel zu viel Platz ein. Und das brauchen wir echt. So. Das. Jetzt haben wir hier einen Boden. Schon wieder ein Boden. Oh. Ja. Nun zum größten Ding. So, das kann ich jetzt runternehmen. Da ist nichts mehr drin. Die Figur von Basim. Ich packe mir die auch aus. Ah, sehr gut. Ich wusste, ich brauche dieses Skalpell heute noch. So. So. Ah, ich ziehe einfach mal ganz durch. Ah, hier unten hat es noch eins gehabt. So. Ich glaube, das kann man jetzt öffnen. Jawohl. Als erstes. Fliegt mir da doch tatsächlich eine die Brosche von Basim ins Gesicht. Und zwar sieht sie so aus. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die ist aus Metall und das finde ich geil. Kein billiges Plastik für die Brosche. Wirklich gut. Finde ich wirklich gut. So, jetzt aber zur Figur selbst. Hallo, Basim. Ah, ich muss nicht einmal etwas zusammenstecken. Sehr schön. So, das ist die Figur. So, ein bisschen aufräumen da. Ja, was habe ich zur Figur zu sagen? Die ist sehr schön gemacht. Wirklich, richtig schön gemacht. Ah, hier sieht man, hier ist die Brosche, die ich da ausgepackt habe. Die ist richtig speziell, gefällt mir. Wenn man die beiden so nebeneinander stellt, sieht man irgendwie, ja, dass sie wirklich einander ähneln und sozusagen, dass sie fast zur gleichen Zeit spielen. Also, ich glaube, Altair ist 100 Jahre später gekommen oder ein bisschen früher. Und Basim ist hat um einige Jahre vorher gelebt. Beziehungsweise, wer ja Valhalla gespielt hat, Achtung Spoiler, ich will es nur anmerken, wer Valhalla gespielt hat, der weiß, dass Basim ja nie gestorben ist, sondern in einem Vorläuferstätte, in einer Vorläuferstätte in eine Art Schlaf gefallen ist.
Ja, also wow, ich muss wirklich sagen, diese Figur ist echt toll. Gefällt mir. Und anders als sehr viele Leute vor, ja, finde ich Basim eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Geheimnisvoll und man merkt, er lässt überhaupt nicht sich in die Karten blicken. Und ja, am Schluss entpuppt er sich ja nicht gerade als freundlicher Typ von der Nachbarschaft, sondern wirklich als Arschloch, ehrlich gesagt. Aber ja, wow. Mir gefällt diese Figur richtig gut. Und ja, das Spiel haben sie jetzt eben mal einfach so reingepackt. Das war jetzt wirklich irgendwie ganz interessant. Ja. Was gibt es da noch zu sagen? Außer, ich bin begeistert. Die Collectors Edition hat mich jetzt ein bisschen über 100 Franken kosten lassen. Aber ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert, dass diese Collectors Edition, trotz dass es ein kleinerer Ableger sein soll, doch ein bisschen, ja, was trotzdem eine ziemlich gute und große Edition geworden ist. Man muss so denken, Steelbook war dabei, eine Karte, die nicht nur einfach auf einem bloßen Stück Papier gedruckt ist, sondern auch wirklich so eine Art geriffeltes Papier ist, eine Brosche, ein Soundtrack, ein Steelbook, eine Figur, neben das Spiel selbst. Also, was will man da mehr? Also ganz ehrlich, das ist mehr, als ich erwartet hätte. Und ja, jedenfalls wird jetzt dieses Spiel richtig geil angespielt. Und vielleicht irgendwann mal wird das Spiel vielleicht dann auch mal als Projekt kommen. Ich werde das Spiel erstmal jetzt für mich selbst spielen. Und ja, Projekte, da wisst ihr ja, bin ich zurzeit gerade nicht gerade aktiv dabei, weil die letzten ja wirklich alles andere gut gelaufen sind. Ja. Ja, Freunde, das war das Unboxing zu Assassin's Creed Mirage und ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Collectors Edition? Wenn ihr sie noch nicht geholt habt und irgendwo findet, werdet ihr sie auch noch holen? Oder reicht euch das Spiel an sich? Oder holt ihr euch das Spiel überhaupt nicht, weil euch Assassin's Creed überhaupt nicht mehr zusagt? Eben, wie gesagt, alles unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Bis dahin, ich wünsche euch... bevor ich mich verabschiede, will ich euch nochmal daran erinnern, wenn alles gut geht, am 20. Oktober ist das Unboxing zu Spider-Man 2 für die PlayStation 5 und da gibt es auch ein Gewinnspiel. Ihr könnt Spider-Man 2 gewinnen und zwar als Download-Code in meinem Unboxing. Da lässt sich mir noch was einfallen, wie ich den Code dann übermitteln werde. Es soll ja nicht so sein, dass ich am Schluss ein Foto reinsetze und dass es dann gewisse Menschen gibt, die einfach zum Schluss des Videos gehen, nur um so schnell wie möglich den Code abzustauben. Da lasse ich mir noch was einfallen. Aber bis dahin, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht was draus. Ich hab euch alle ganz doll lieb. Bis dann, euer Swiss Nerd Kultur und ciao!